Argumente und Diskussion. Entdecken. Neugier. Analyse. Soziales Engagement. Persönlichkeit. Und das Barcamp daran. Daraus leitet sich eben das Startcamp ab, ist ein Format, in dem die Schüler oder die Teilnehmenden nicht einfach an Workshops oder Seminaren oder dergleichen teilnehmen, sondern die Teilnehmer sind selbst Sessiongeber. Aus dem Kreis aller Teilnehmer werden die Themen geliefert, über die diskutiert wird, die besprochen werden, wo Lösungen gesucht werden gemeinsam und die werden hier eingebracht. Das ist das Barcamp, bzw. das Startcamp. Also ich glaube, dass gerade die Staatsstipendiaten Besonderheiten mitbringen, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, Bereitschaft, also auch Leistungsbereitschaft, am Wochenende sozusagen, sich noch zusammenzusetzen, miteinander auszutauschen, Herzensnähe, die alle miteinander verspüren und mal Raum zu geben, sich auszutauschen zu den Themen, die sonst vielleicht manchmal zu kurz kommen, Raum zu haben, der auch geschützt ist, wo man auch sich austauschen kann, wo man weiß, die anderen verstehen das. Und vor allen Dingen, so ging es mir heute auch in den Sessions, die ich erlebt habe, zu merken, ich bin nicht alleine damit. Auch andere haben aufgrund des Migrationshintergrunds zum Beispiel, leben in mehreren Kulturen, gleiche Erfahrungen. Und den Austausch zuzulassen, würde ich sagen, ist dieses Format sehr gewinnbringend dabei, wo ich sage, ja, es passt wie Deckel auf Topf. Das gibt es ja so eine Redensart. Für Schülerinnen und Schüler ist es ein sehr neues Format und es hat kaum Versuche hier in Norddeutschland noch überhaupt keine Versuche gegeben, Barcamps mit Schülerinnen und Schülern durchzuführen oder nur in ganz kleinem Rahmen. Und das war schon eine Herausforderung, zu schauen, wie reagieren Schüler darauf. Sind sie in der Lage umzuschalten von dem, was sie in der Schule lernen, nämlich das zu tun, was Lehrer ihnen vorgeben? Sind sie in der Lage umzuschalten und selber Akteure zu werden? Und diese Schüler schaffen das hervorragend. Sie haben hochspannende Themen angeboten. Weil mich das Thema ziemlich beeindruckt hat, Identität, das hat mich angesprochen und dann habe ich mich auch angemeldet. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich eine Session jetzt mache. Dann habe ich mich doch dafür entschieden.
Also ich glaube, es war wichtig, dass wir sehr viel Freiraum hatten in der Themenfindung, dass wir selbst entscheiden konnten, über was wir reden wollen, über was wir diskutieren wollen. Dass wir auch wirklich nicht von irgendjemandem betreut wurden, sondern dass wir alleine etwas aufbauen sollten. Dass wir einfach die Chance hatten, etwas ganz alleine aufzustellen. Meiner Meinung nach, das war jetzt wieder eine Bestätigung, dass bei Staat sowas auf jeden Fall klappt, dass die Menschen, die tolerant sind und die Themen auch klar ansprechen, ihre Meinung äußern und dass die Meinungen auch toleriert werden. Sie haben auch wirklich ihre eigene Erfahrung mit reingebracht. Das, was ich sehr faszinierend fand. Ich habe die meisten alle besser kennengelernt, also die in meinen Session waren. Und ich konnte mir einen sehr guten Eindruck machen, wie sie so ticken, was sie über verschiedene Themen denken. Ich habe an mehreren Sessions teilgenommen, als ganz normaler Teilnehmer unter den Stipendiaten, habe mich eingebracht und das Bemerkenswerte an diesen Sessions war wirklich die Selbstorganisation der Stipendiaten. Es waren Themen, die von den Stipendiaten selbst generiert wurden, Themen, die wirklich eine Verankerung in ihre eigene Lebenswelt finden, Themen, die von den Stipendiaten als wichtig interessant befunden wurden. Und insofern war es wirklich sehr interessant zu sehen, wie sie mit solchen Themen umgehen, was für Lösungsansätze sie entwickeln und wie der Erfahrungsaustausch untereinander stattfindet. Und ich glaube, wenn man von Experiment sprechen kann, denn das Prinzip des Barcamps hat sich nun mittlerweile bewährt, ist es sehr gut gelungen. Und das würden wir innerhalb des Startprogramms definitiv fortführen. Vielleicht sogar im größeren Rahmen mit mehreren Stipendiaten, unterschiedliche Erfahrungen. Innovation. Informativ. Überzeugung. Aufschlussreich. Eigene Meinung. Neue Erfahrung. Macht. Abwechslung. Zukunftsweisend.